Guten Tag, Freunde. Heute steht das Auswärtsspiel der Eisenacher in Gebesee an. Ich melde mich hier von diesem ungewöhnlichen Ort, weil es ein heiliger Ort ist, der Elisabethplan. Hier hat die heilige Elisabeth von Thüringen ihre Wunder gewirkt. Und wir fahren ja heute auch in die Nähe eines heiligen Ortes. Denn Gebesee, unser heutiger Gegner, liegt 2 Kilometer etwa westlich von dem heiligsten Ort des großen Thüringer Königreichs, von der Tredenburg entfernt. Das war der große Tingplatz der alten Thüringer, des Thüringer Königreiches, was 531 untergegangen ist. Und Gebesee muss wohl so etwas wie im alten Thüringer Königreich, in diesem Zentrum des Thüringer Königreiches, der Marktplatz gewesen sein, der zentrale Marktplatz. Überall, wo Tingstätten gewesen ist, ist auch Handel getrieben worden. Gebesee wird in der Ersterwähnung als Gebisse bezeichnet. Gebisse, also nicht mit Gebiss, sondern da steckt das altgermanische Gebu drin, was auch in der Gebu-Rune sich niedergibt. Das bedeutet so viel wie geben. Wo gegeben wird, wird auch genommen. Geben und nehmen wird natürlich nur auf dem Marktplatz so gehandelt. Und deswegen geht man davon aus, dass Gebesee ein ziemlich alter Ort in Thüringen ist. Wir wollen gucken, wer heute mehr gibt, wer heute mehr nimmt. Lisbeth wird mich hoffentlich unterstützen. Vielleicht war sie nicht unbedingt die Schutzheilige der Fußballer, aber Fußballer hat es zu ihrer Zeit, glaube ich, auch noch gar nicht gegeben. Wir sehen uns gleich. Silla setzt sich da durch. Erste Chance für Eisenach. Glänzend pariert. Das wird gefährlich. Aber glücklich vergeben. Noch einmal. Fallrückzieherversuch von Konstantinus Lois. Ja, der FC Wartburgstadt tut in diesen ersten Minuten sehr, sehr viel fürs Spiel. Er stellt sogar die Balljungen. Zu 0 für Gebesee nach einem Konter der gastgebenden Mannschaft. Abseits protestiert der Torhüter von Eisenach. Der Treffer zählt aber. Da gibt es einen Disput zwischen Gebeseern und Eisenachern. Tätigkeit, Rangelei, was sieht der Schiedsrichter, der bisher alles andere als sattelfest gewirkt hat. Die Reklamationen der Gebeseher lässt er zu. Da zieht er nicht Geld. Balacanu mit einer Chance. Eisenachs vierter Eckball. Die riesigste Chance, das war Lois. Ja, vergibt die dickste Eisenacher Chance, 43. Spielminute. Jetzt kurz vor der Pause noch zweimal die Chance zum 2:0 für Gebesee, womit man im Nachhinein das 0:1 vielleicht doch legitimiert. So, Halbzeitpfiff, kurzes Fazit. Gebesee macht mit seiner ersten Chance das 1:0 im Pausenstand, Eisenach danach von der Rolle, fängt sich aber wieder und hat gegen Ende der zweiten Halbzeit ein paar gute Chancen, den Ausgleich zu erzielen. Kopfballmöglichkeit für Lois. Geh da hin, Mensch. Thomas Kröger, Tor! Der Ball ist drin. 1:1 für Eisenach. Ja, ein Frustschuss, der trotzdem noch reingeht. Die Eisenach sind aus dem Häuschen. Ich hoffe, dass ich einen drauf habe. Da fange ich den Torschützen noch mal ein. Jeder sagt mal hübsch Danke. Alle sind glücklich. Nun, das Spiel ist noch lange nicht zu Ende. Wir haben 9 Minuten in der zweiten Halbzeit gespielt. George Balanchanu nicht im Abseits. Schafft es nicht, den Ball nach innen zu bringen. Nächste dicke Möglichkeit, diesmal durch Silla. 16 Minuten in der zweiten Halbzeit gespielt.
So, jetzt nach einer Viertelstunde Eisenacher Dauerangriffsfußball mal wieder Gebesee mit einem Freistoß. Gefährlich. Der Abpraller. Und da war es passiert. 2:1 für die Gastgeber, nachdem Torhüter Benjamin Rudolph den Ball nicht festhalten konnte. Jetzt wieder mal Eisenach. Eigentor von Gebesee. Der Abpraller geht rein. 2:2. Wir feiern trotzdem Momo Kamara. Scheißegal. Ja, hier geht's hoch und runter, Freunde. Ein munteres Spielchen. Ja, so ein Spielchen will man sich nicht entgehen lassen. Da legt man auch gerne mal einen Umweg ein. Weil die Jungs kommen aus Richtung Südosten. Jawohl! Carajo, Carajo, sagt der Teamkollege und Freund Kamara. Nach langer Zeit mal wieder eine Eisenacher Chance. Jetzt, wo noch 10 Minuten zu spielen sind etwa. Super! Balacanu! Riesenchance. Der Rumäne kann es selber kaum glauben. Wieder der starke Daniel Reinhardt. Mit einem Glanzpass. Das ist das Siegtor. Momo Kamara nach einem Traumpass von unserem Youngster Daniel Reinhardt. Und er weiß auch, bei wem er sich zu bedanken hat. Es ist 3 Minuten vor Schluss. Das 3:2 für die Unterzahl sezimierten Wartburgstädter. Okay. Und raus. Noch einmal eine Konterchance für Eisenach. Silla und Reinhardt sind davon weg. Doch, der Ball. Nein, immer noch bei einem Eisenacher Pol. Jetzt wieder Gebesee. Hektische Schlussphase. Wir sind 1 Minute in der Nachspielzeit. So, ist die 3. Minute der Nachspielzeit. Noch einmal Eckball für Gebesee. Fliegt durch vorne und rein. Und der Ausgleich. Da fällt in der Nachspielzeit der Ausgleich für Gebesee. 3:3. Da werden Eisenacher Spieler nochmal provoziert. Fast geht dazwischen. So, die Abmoderation hier vom Jesusplateau des Metelsteins. Ich danke dem Herrn als Eisenacher, dass mein Verein heute nicht verloren hat. Danke ihm für den einen Punkt, danke ihm für 3 Tore. Wenn Geben wirklich seliger als Nehmen ist, dann haben beide Mannschaften heute viel, viel Seelenheil getan. Tschüss, bis zum nächsten Mal.